Cool, ich kann echt hier drin stehen. Für was ist denn der Hebel? Oh, was war das für ein Geräusch? Ich habe ihn angemacht. Bitte, ich will wieder ausmachen. Für was ist das hier? Das ist ein Pedal. Gucken wir mal. Oh, 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 oh nein, jetzt fährt er los. Verdammt, Luna, hilf mir! So, du, dann machen wir jetzt mal hier eine Mittagspause. Das war jetzt genug Arbeit. Wir kommen gut voran beim Haus. Ich denke mal, das kriegen wir schon hin. In 2, 3 Wochen ist das hier fertig gebaut und dann haben wir auch endlich wieder Ruhe. Aber wir bekommen ja gut Geld dafür. Ja, das denke ich auch. Komm, wir gehen mal rein. Vielleicht hat die Frau Bergmann ja was für uns gekocht. Das wäre der Hammer. Ich hab auch schon einen Mega-Hunger. Da lass uns mal reingehen da. Das wird klasse. So eine lange Mittagspause, da habe ich jetzt richtig Bock drauf. Luca, schau mal. Die Bauarbeiter sind gegangen. Wir können jetzt endlich auf diesen großen. Was ist das eigentlich? Das ist ein Bulldozer. Nein, das nennt man Raupe. Nein, das ist ein Schaufellader. Ah, stimmt, das ist ein Schaufellader. Komm, wir gucken uns den mal genauer an. Wow, der ist echt ganz schön groß, gell? Ja, der ist echt total groß. Aber Luna, weißt du, auf was ich mal Lust hätte? Was denn, Luca? Jetzt sag nicht, du willst damit fahren. Doch, genau richtig und das werde ich machen. Ich krabbel jetzt da hoch und dann steige ich ein und fahre los. Nein, Luca, mach das nicht. Luca, lass das lieber, komm da raus. Nein, Luna, das fängt jetzt erst an. Jetzt steige ich ein und dann fahre ich los. Nein, mach das nicht. Cool, ich kann echt hier drin stehen. Für was ist denn der Hebel? Oh, was war das für ein Geräusch? Ich habe ihn angemacht. Bitte, ich will wieder ausmachen. Für was ist das hier? Das ist ein Pedal. Gucken wir mal. Oh, 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 oh nein, jetzt fährt er los. Verdammt. Luna, hilf mir! Oh, ich glaube, das gibt Ärger. Was soll ich denn jetzt machen? Soll ich den Bauarbeitern Bescheid sagen? Nein, ich komme schon wieder zurück. Halt du die Stellung hier und verrat ja nicht, dass ich losgefahren bin. Okay, ich versuch's. Oh, da hinten kommen die Bauarbeiter. Was sag ich denen denn jetzt? Hey, junge Dame, das geht gar nicht. Runter von der Baustelle, das ist gefährlich hier. Ach, wir legen uns jetzt mal ein bisschen hier hin. Im Schatten vom Schaufellager kann man gut schlafen. Moment, wo ist das Ding eigentlich? Hä? Hat doch gerade eben noch hier gestanden. Das kann ja wohl jetzt nicht wahr sein. Wo ist der Schaufellader? Ich weiß es nicht, keine Ahnung. Ich bin gerade eben auch erst hier hingekommen. Er stand nicht mehr hier. Verkackeier uns mal jetzt nicht. Das glaube ich aber jetzt nicht hier. Wo ist der Radlader? Ich weiß es nicht. Sofort mitkommen. Jetzt müssen wir mal mit deiner Mutter reden. Das geht ja so nicht. Weißt du, was so ein Ding kostet? Nein, keine Ahnung, aber ich habe damit nichts zu tun. Nee, das glaube ich nicht. Los, jetzt immer da mitkommen. Jetzt reden wir mal mit deiner Mutter darüber. Gott, oh Gott, ich muss ausweichen. Oh nein, verdammt. Ich bin voll in die Schule gekracht. Was soll ich denn jetzt machen? Ich glaube, ich muss am besten verschwinden. Das Ding zurückfahren kann ich ja eh nicht. Oh Gott, da hinten kommt doch jemand. Nichts wie weg hier. Und runter. Jetzt renne ich lieber schnell nach Hause, bevor das noch irgendjemand bemerkt, dass ich das war. Schnell, schnell. Die darf mich nicht sehen. Oh Gott, was ist denn hier passiert? Hier ist ein Radlader in die Schule gekracht. Ach du meine Güte. Okay, ganz ruhig bleiben. Ich muss die Polizei informieren. Hilfe! Hilfe! Ja, perfekt. Da drüben ist auch ein Streifenwagen. Zum Glück kommt er hier lang gefahren. Michael, halten Sie bitte an. Was ist denn hier passiert? Keine Ahnung. Als ich gerade eben hier hingekommen bin, hat der Radlader schon in der Schule gesteckt. Oh, okay. Aber kein Fahrer mehr zu sehen? Nein, der war weg. Okay, da war das sogar noch Fahrerflucht. Ich werde mal sofort die Zentrale informieren. Dann gucken wir mal, ob irgendwo auf einer Baustelle ein Radlader fehlt. Machen Sie das. Die schöne Schule. Wer kann sowas nur machen? Gute Nachrichten, Frau Meier. Anscheinend wurde gerade echt ein Radlader entwendet. Und zwar auf der Baustelle von Familie Bergmann. Von Stefan und Carmen Bergmann? Nein, von Robin und Anna. Oh, okay. Die Bauarbeiter sind auf dem Weg hierhin. Mal gucken, was die sagen. Mensch, du, das ist das Ding. Oh, wir hatten das hier hingekracht. Oh nee, das steckt in der Schule drin. Kollege, das gibt's ja wohl jetzt nicht. So, sie zwei mal ganz schnell hier hinkommen. Wer von Ihnen beiden war das?
Herr Polizist, damit haben wir nichts zu tun. Das Ding wurde uns geklaut von der Baustelle. Jetzt halten Sie mich mal nicht für doof. Das werde ich mir nicht gefallen lassen. Wirklich, Herr Polizist, damit haben wir nichts zu tun. Okay, ich werde die ganze Sache aufnehmen und Sie müssen beweisen, dass Sie das nicht waren. Andernfalls kriegen Sie eine Anzeige. Och nee, das kann ich jetzt gar nicht gebrauchen. Und ich kann nicht gebrauchen, dass die Schule kaputt ist. Dafür können wir ja nicht. Das ist schlimm genug. Und hoffentlich ist der Radlader auch nicht beschädigt. Fahr du das Ding mal weg. Alles klar, das mache ich. Ich komme gleich wieder zurück zur Baustelle. Fahr du schon mal vor. Alles klar, mache ich gleich. So, ich bin weg. Es, wie gesagt, das tut mir wirklich nochmal leid, aber dafür verantwortlich sind wir nicht. Okay, dann ist es wohl ein Fall für die Kriminalpolizei. Ich werde meine Kollegin Sabine mal anfunken und dann werden wir uns Gedanken machen, wie wir weiter vorgehen. Okay. Aber das geht ja so nicht, dass hier irgendjemand Wildfremdes durch die Stadt mit einem Radlader fährt und einfach in die Schule kracht. Das muss jemand gewesen sein, der entweder betrunken war oder nicht fahren kann. Ich denke, das waren die zwei kleinen Kinder vom Robin Bergmann. Die waren nämlich an der Baustelle, als wir gekommen sind. Wir sind von der Mittagspause gekommen und da war der Radlader noch da. Und als wir zurückkamen, war er weg und die kleine Luna hat dort gestanden. Okay, dann werden wir unsere Ermittlungen mal dort anfangen. Machen Sie das. Ich schaue nach, ob in der Schule was kaputt gegangen ist. Das sind die zwei Rabauken. Okay, okay, jetzt mal ganz ruhig. Sie entfernen sich mal und ich rede mit Luna und Luca. So, ihr zwei, ihr seid verdächtig, den Radlader entwendet zu haben und damit in die Schule gekracht zu sein. Wart ihr das? Nein, das waren wir nicht. Herr Polizist, ich muss Ihnen was sagen. Nein, musst du gar nicht, Luca. Oh, stimmt. Ich muss Ihnen doch nichts sagen. Bist du dir sicher, Luca? Jetzt hast du noch die Möglichkeit dazu. Kinder, wenn einer von euch beiden das war, dann sagt das sofort. Nein, ich weiß nicht. Ich auch nicht. Okay, dann glaube ich euch mal. Ihr zwei habt ab jetzt Baustellenverbot. Herr Polizist, das tut mir wirklich leid. Was ist denn passiert? Ein Radlader wurde entwendet, genau der hier von der Baustelle, und ist in die Schule gekracht. Entweder es war ein Fahrer, der nicht fahren kann, deshalb habe ich gedacht, vielleicht einer von den Kindern, aber wenn sie sagen, sie waren es nicht, dann will ich ihnen mal glauben, aber wenn sich herausstellt, dass ihr das wart, dann gibt das richtig Ärger, ne? Okay, okay, wir waren es nicht. Ich werde weitere Nachforschungen anstellen und ich werde herausfinden, wer das war. Und wenn ihr das doch wart, gibt's richtig Ärger. Oh ja, dann gibt's richtig Ärger.